was für eine absurde Konsequenz daraus folgt, aus den Gedankensequenzen von gestern, dass es immer nur ein je einzelnes, vereinzigtes gibt, das eines Körpers und was er aus sich macht. Und diese Rätselaufgabe vor sich verbirgt, sogar weil dieses Bewusstsein nicht dazu dient, dies ihm erkennen zu machen, sondern als Feinmodulation, als Epiphänomen, als eine der vielen Funktionshilfen der Verbesserung. Es wäre für ein Bewusstsein viel zu kompliziert zu verstehen, wenn man sich die Milliarden Jahre der körperlichen Wissensentwicklung ansieht. Diese Milliarden Spannweite von der Einführung des tödlichen Quasexuierung und damit Konkurrenzierung und Hochrüstungswettkampf mit den anderen und davor, als das noch nicht notwendig war. Am Ende dann Anhangsdrüsen wie Augen, Ausstülpungen, die aus der Haut, aus den sensorischen Tastorganen und dann Helligkeitsrezeptoren hervorgehen und dann das Gehirn noch hinten dran hängen als weitere Ausstülpung eines Nervensystemstrangs. Aber dann resultiert tatsächlich am Ende dieser absurde Athletisierungswahn indischer Mythologien aus dem Körper einen Tempel machen, seine einzigartige Ausfältelung auch wirklich zur prachtvollen Geltung zu bringen im Wechselkampf-Vergleichsspiel. Das kann man dann auch für diese spezifischen Anhängselfunktionen eines Tröstungsmaschine des Bewusstseins, die mehr verdeckt als enthüllt, aber manchmal eben doch das ganze Drama in einem Aufklaffen den Schleier vorzieht. Und dann manche für sich in Anspruch nehmen, das war dann die spezielle Elaborierung und Ausfältigung, mein Beitrag, die einzigartigen Körpersensationen zur demonstrativen Geltung und Bedeutsamkeit zu bringen. Welche verschlungenen und überraschenden Labyrinthe der Wendungen des sogenannten Geistes, eines Molière'schen Geistes zum Beispiel, eines Shakespeare'schen, eines Max Born'schen Geistes und anderer Marx'scher Gespenster habe ich nicht aus dieser speziellen Anhangsdrüse einer noch verzwirbelteren
zirbelt, Zirbeldrüse gemacht, indem ich in es auf N am Ende so weit zurückgeführt habe, zu erkennen, was der Sache ist mit dieser Spezialfunktion, die von sich selber Glauben gemacht wird, sie würde sich und Welt und Sein und Körper erkennen können. Da rauscht so ein wahnwitziges Produkt dieser Schizo-Abspaltung über die Sonne hinweg, die noch nicht die Wolken hochgekommen ist. Auch das wieder ein Bühnenbild, das nie davon lassen kann, immer angeberisch, immer hochdramatisch, bombastisch sein zu wollen. So als wolle es sagen, sieh her, ist doch prima, König von Frankreich zu sein. Sieh doch her, ich habe keine Mühen und Aufwand gescheut, dir ein erquickliches Morgenkino darzubieten, damit du erkenntest, dass es wert sei, aufgestanden zu sein, um mich erblicken können zu dürfen in meiner prachtvollen Morgentoilette. Wolken sind sozusagen die Metapher zwischen Körperlichkeit und Geist in ihrer Kontrastabspaltung, das Wissen auch. Die Vögelchen, die ja nicht Bumsen sind, sondern fliegen können, im Gegensatz zu Bumsen. Jetzt kommt sie heraus. Über Marvin, der Duschlittfasssäule, oder sie glotzt wenigstens kurz mal durch ein Fenster hindurch, um zu gucken, wer da solchen Blödsinn verzapft. Ob sie es wirklich ist schon, lässt sie noch nicht erkennen, weil sie nicht alle Kleiderfetzen sich entledigt hat bereits. Das dauert aber nur noch ein paar Sekunden bis Minuten, bis sie dann den letzten abgeworfenen Tüll triumphal abgeworfen und diesen überstiegen haben wird. Der Helligkeit nachzuschließen. Befindet sie sich direkt hinter dieser Umziehgarderobe. What a morning. Mm.
wie ich sprach, Freud, lieber Freud, Freund, du wirst doch nicht glauben, dass an dieser Stelle einst eine Gedenktafel stehen wird. Hier enthüllte sich dem Dr. Sigmund Freud am, sagen wir, 18. September 1895 die Bedeutung des Traums. In diesem Fall müsste darauf stehen, die Bedeutung des Verhältnisses von Bewusstsein zu Körper und umgekehrt. Jetzt, nachdem man kurz weggeschaut hat, hat sie sich nun aller Verschämtheit entledigt und unverhüllt demonstriert.